Hallo zusammen, ein neues Update steht uns bevor in Arch Hero. Und was man weiß, es wird einen neuen Hero geben. Ihr seht ihn hier, er heißt Blazo. Und das ist auch so ziemlich das Einzige, was man weiß. Denn was neben Blazo für Content noch hinzukommt und welche eventuellen Änderungen es geben wird, das weiß man nicht. Alles, was man wirklich nur weiß, ist, es wird diesen neuen Hero geben. Sobald es auch Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr natürlich hier oder bei uns auf dem Discord in dem News-Channel. Und wie kommt ihr zu dem Discord? Das ist ganz einfach. Unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr draufklicken und so kommt ihr auf den Discord, wenn ihr dann da natürlich Lust darauf habt. Bis dahin gibt es sehr viele Spekulationen über die Skills von Blazo. Was kann er und welchen Standard-Skill hat er oder bringt er schon mit? Und ich habe eine Theorie auch dazu und ja, wie erkläre ich die am besten? Wenn ihr euch das Bild hier anschaut, dann seht ihr, dass es alles so rot hinterlegt ist mit Fledermäusen, also so alles im Vampir-Style gemacht. Und da denke ich mir, es wird ja so eine Art Vampir-Hero sein. Und haben wir eine Fähigkeit, die so vampirmäßig ist? Und die haben wir tatsächlich, und das ist Blutdürster. Und wenn er diese Fähigkeit als Standard-Skill dabei hätte, dann würde das bedeuten, ja, jedes Mal, wenn man einen Gegner killt, also ein Monster killt, dass man auch entsprechend Leben zurückerhält. Das könnte ich mir ziemlich gut bei ihm vorstellen. Das wäre zum einen OP, vor allem in manchen Kapiteln, wie zum Beispiel beim Labyrinth ist das sehr, sehr hilfreich. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Hero auch besonders stark wird mit dieser Fähigkeit oder beziehungsweise wenn er die Fähigkeit natürlich von Anfang an hat. Apropos Fähigkeiten, ich habe ja bereits mal ein Video gemacht zu meinen Lieblingsfähigkeiten und da gehört ja auch Blutdürster dazu. Falls ihr Lust habt, euch das Video anzuschauen, ich lasse euch mal die Karte oben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Macht's gut, bis dann.